sind wir wieder beim zweiten Teil mit meiner Quali hier in, wie heißt das Ding jetzt hier, schon wieder vergessen, Formel 1 Manager 2022. Schön, dass du wieder da bist oder dass du jetzt gerade mal zugeschaltet hast. Ey, egal wie, freut mich, dass du hier bist. Also, erste Quali haben wir geschafft. Wir waren auf jeden Fall unter den ersten 15 mit den beiden Fahrern. Er war hier 7., er hat 13. Da haben wir mal Glück gehabt, glaube ich. Wie gesagt, ist auch scheißegal. Wir sind hier weiter. Nächste Quali, also fortfahren. Fortfahren. So. Jetzt. Samstag, es ist bewölkt. Und fortfahren. So, Auto 1 ist bereit. Achso, da wollte ich mal gucken, ob ich das umändern kann, ne? Das muss ich ja jetzt nicht mehr. So, Quali starten. Reifenmischung. Auto-Setup 68% vertraut, 64%. Schön, dass der dann nochmal gefahren ist hier und sich dann auch ein bisschen das ist natürlich nicht übel. Weiß aber immer noch nicht, wie das mit dem Quali läuft. Also der ist, die erste Quali ist er zuerst gefahren. Dann ist er von alleine in der Box gekommen. Dann habe ich gesagt, raus. Und dann ist er hier gefahren. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe oder ob das so gemacht werden muss. So, er ist bereit. Also, okay, man muss hier oben hinklicken. Oben rechts. Es liegt bei dir, ob du die restlichen Qualifying-Runden leiten willst. Ja. Wenn du möchtest, kann das Team übernehmen. Und du kannst dich ganz auf das bevorstehende Rennen konzentrieren. Genau, das ist, glaube ich, eine gute Sache, weil die erste Quali haben wir ja gemacht. In den nächsten machen wir die ersten Quali nicht, aber die zweite Quali, ne? Wenn wir das schaffen. So. Quali verwalten. Möchtest du die Quali Season wirklich verwalten? Nein, das will ich nicht. Möchtest du es hier? Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Abgeschlossen. So. Fahrer eliminiert. Einer deiner Fahrer wurde eliminiert und wird. Okay, er nimmt nicht mehr weiter teil. Weil er Platz 14. Okay, zum Glück ist er noch dabei. Und jetzt? Also die 2, warte mal, Training 1, das haben wir gemacht. So, Platz 7. Training 2, Platz 7. Platz 7, ja, der hält sich aber doch ziemlich stabil, ne? Erreiche Quali. Das haben wir geschafft. Ey, wir. Cool. Da kriegen wir die Kohle, ne? Erreiche Quali 3. Das haben wir erreicht. So, du kannst Kaffee trinken. Weil du bist raus. Das war scheiße, weil dann krieg ich da keine. Na egal. So. Sollen wir die Quali selber fahren? Nee, komm, wir lassen mal simulieren. Bestätigen? Möchtest du die Quali? Wir lassen die mal simulieren. Und das Rennen fahren wir natürlich dann selber. Abgeschlossen. So. Wo sind wir? Platz 8. So, schnellste Runde. Verstappen 1,30. Was sind wir gefahren? 31. Okay, das sind so alles in Hundertelsbereich, ne? Okay, gefällt mir. Super. Also, weiter geht's. Es ist Renntag und die letzten Vorbereitungen laufen. Alpha Tauri hat im Qualifying eine gute Leistung hingelegt. Mal sehen, ob ihnen im Rennen ein guter Start gelingt. Ja. Alpine konnte im Qualifying zwar nicht restlos überzeugen, das Team hat aber eine passable Leistung abgeliefert. Im Rennen stehen ihnen noch alle Möglichkeiten offen.
Ein sternenklarer Himmel heute Abend hier. Sicherlich zum Gefallen der Teams. Jetzt können Sie sich bei der Wahl Ihrer Strategie voll und ganz auf Ihre Autos konzentrieren. Genau. Aber welches Team macht die perfekte Strategie für den Sieg beim heutigen großen Preis von Bahrain? Also gut, Zeit für das Hauptereignis. Den großen Preis von Bahrain. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, früh Punkte zu sammeln. Bleiben wir weiter konzentriert und geben unser Bestes. Ja. Okay. Dann sind wir... Aber das habe ich doch gekriegt jetzt, oder? Das Geld hier. Das habe ich garantiert, dass ich das schaffe. Okay, fortfahren. Jeder Fahrer muss mindestens einen Boxenstopp einlegen, um neue Reifen zu montieren. Mhm. Ein Boxenstopp kostet einen Fahrer durchschnittlich rund 25 Sekunden. Mhm. Wir müssen also genau planen, wann und warum wir einen Boxenstopp machen. Ach du Scheiße. Strategie, du kannst ja... Ach du Heuberland. Legen wir jetzt eine Reifenstrategie für unsere Fahrer fest. Danke, dass du mir hilfst. Wir müssen sicherstellen, dass wir einen guten Plan dafür haben, wann die Autos an die Box kommen sollen. Ja. Ui, ui, ui. So, legen wir fest. Wie mache ich das? An jedem Rennwochenende bereitet das Team einige empfohlene Strategien zur Auswahl vor. Mhm. Mal sehen, was sie für dieses Rennen empfehlen. Okay. Ja. Strategie A ist eine schnelle, aber riskante Option, die auf zwei weiche Stints und keine harte Reifenmischung setzt. Mhm. Strategie B ist eine gut ausgewogene Option. Stier. Zwei Stints und ein schöner, langer, mittlerer Stint auf einer harten Reifenmischung. Strategie C ist eine langsamere, aber sichere Option für diese Strecke. Wir werden den letzten Stint auf einer mittleren Reifenmischung statt auf einem weichen Reifen fahren. Wenn du meinst, dass ein anderer Zugang funktionieren könnte, kannst du jede der Teamstrategien ändern oder sogar eine ganz neue festlegen. Wir können unsere Strategie während des Rennens immer anpassen, sodass wir schnell auf veränderte Bedingungen reagieren und vor dem Pult bleiben können. Oh, Mama Mia. So, was war denn jetzt? Das hat sich für mich eigentlich ganz vernünftig angehört. Soll Strategie B sein? Denk nur daran, dass dies ein sehr konservativer erster Stint auf diesen weichen Reifen ist. Okay, und jetzt eine Strategie für unseren zweiten Fahrer. Nee, wir machen. Machen das hier. Ah. So, und der hier. Du solltest dir überlegen, den Fahrern unterschiedliche Strategien mitzugeben. Aha. Das ermöglicht uns, von Geschehnissen im Rennen zu profitieren und bedeutet auch, dass nicht beide Autos in derselben Runde zum Boxenstopp kommen. Okay. Dann müssen wir... So... Du solltest... Dann machen wir für ihn die Variante C. Das heißt, beide Fahrer haben eine feste Strategie. Ja. Gut. Gehen wir zurück zum Vorbereitungsbereich und legen wir mit dem Rennen los. Ja. Also.
Der Strategie A und der Strategie C. Alles klar. Auf geht's. Heute Abend sieht es nach klarem Himmel aus und die Fahrer haben ihre Startplätze eingenommen. Und da haben wir Pierre Gasly. Mit einer Top-10-Platzierung am Start könnte dieses Rennen so oder so ausgehen. Und hinter ihm ist Tsunoda. Gestern langsamer als die meisten, also gibt es heute einen Startplatz in der hinteren Hälfte. Na ja, nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ich bin gespannt. So, es ist einer meiner Teams. Wer ist das jetzt hier? Ach so, das ist hier der junge Kollege, der von hinten startet. Und aber wo sehe ich denn hier in den? Okay. Wie kann ich denn jetzt umschalten? Ja, so. So, du musst also hier, dann bist du bei ihm. Wenn ich hier hingehe, bin ich bei ihm. Okay, verstanden. Verstanden. Wie viele Runden müssen wir hier fahren? 57? Okay. Dann fahren wir heute für die Aufnahme, ich denke mal 26, so um die Ecke, ja, 26 nehmen wir auf und die letzten dann einfach. Während des Rennens selbst kannst du die Teamfahrer auf drei Arten steuern. Ja. Jede Option hilft den Fahrern, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen. Aha. Dies ist jedoch in verschiedenen Bereichen mit Kosten verbunden. Okay, natürlich, alles kostet. Alles hat seinen Preis. Das Tempo verbessert die Rundenzeiten auf Kosten einer erhöhten Reifentemperatur und Abnutzung. Dies kann zu mehr Boxenstopps und einem höheren Risiko für einen Reifenschaden führen. Ja. Du kannst den Fahrern zeigen, wie sie mit ihrem Kraftstoffverbrauch umgehen sollen. Wenn sie mehr Kraftstoff verbrauchen, werden sie schneller. Aber du musst sicherstellen, dass immer genug übrig ist, um das Rennen zu beenden, da das Auftanken verboten ist. Ach du Scheiße, okay. Zu guter Letzt kannst du den ERS-Modus für jeden Fahrer anpassen. ERS-lastigere Strategien geben dem Fahrer beim Rennen einen Leistungsschub. Sie entladen aber auch die Batterie des Autos. Natürlich. Timing und Batteriemanagement sind hier alles. Okay. Nee, dann lassen wir jetzt mal die Finger weg. Warum ist hier eine Uhr? Deine Zeitstrafe oder was? Oh, guck, der ist 14. Hey, läuft doch, alles gut, hä? Ja, wie gesagt, wir machen dann jetzt aber, wenn ich dran denke, so 26 Runden hier. In dem nächsten Video machen wir die letzten Runden. Genau. So, also, ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir.
kann natürlich noch tiefer reingehen in die ganze Materie, aber ja. Noch nicht für mich, ne? Noch nicht für mich. Kein Fall. So, schauen wir mal, was der Kollege macht. DRS enabled now, DRS enabled. DRS aktiviert. Hä? So, der hat das hier aktiviert. Ach, damit der schneller wird. Okay. Warum? Der ist so gut dabei. Da siehst du den Boxenstopp. 11 Runden noch, denke ich mal. Der kommt in der 12. Runde rein, okay. Nein, dann kommt der in der 11. Runde rein und der kommt in der 12. rein. So muss das bestimmt sein. So. Dann haben wir hier unten, keine Ahnung, die Zeiten. Aber das sieht doch nie aus wie die 11. Runde hier, oder? Na, ist egal. Wir werden es gleich sehen. Runde 4 haben wir schon und wir sind jetzt Position 8. Super, gefällt mir. Und hier der Junge hier, der ist Platz 14. Das ist, finde ich gut. Ich würde mich freuen, wenn er ja auch unter den ersten 10 kommt, aber naja, abwarten. Nee, doch, der zählt runter, guck mal. Doch, also 11 runter, dann macht der Reifen dazu. Ah ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Position 8, Position 14. Aber wir gucken, was der hier macht, hä? So, komm. Aber er ist immer schön dran, ne? Reifendruck. Da ist die Zeit. Also er ist immer schön dran, ne? Also das könnte noch was werden hier mit ihm. Und erster Fahrer hier. Der macht immer noch einen guten Job. Aber der hat eine Position. Nee, 8 war er vorhin noch, ne? Ja, genau. 8 war er vorhin noch. Okay, läuft. Läuft. Du machst das hier, komm mal, Junge. Achte im Verlauf des Rennens auf deine geplante Strategie, die du vor dem Rennen erarbeitet hast. Ja. In der Strategieansicht kannst du sie überprüfen, anpassen oder sogar komplett ändern. Oh. Auch die Datenansicht ist ein wichtiger Bereich, den du während des Rennens verfolgen musst. Sie gibt dir einen tiefen Einblick in die Renndaten, einschließlich Rundenzeiten für alle Fahrer des Teams. Ja. Während des Rennens kannst du die Strategieansicht nutzen, um die einzelnen Fahrerstrategien einzusehen und gegebenenfalls zu ändern. Du kannst auch die Strategiediagramme überprüfen, um zu sehen, inwiefern der Reifenverschleiß eines Autos den Erwartungen des Teams entspricht. Um Details über Autos und Strecken einzusehen, kannst du auch die jeweiligen Reiter einsehen. Der Autoreiter zeigt dir den aktuellen und voraussichtlichen Zustand der Komponenten und den Kraftstoffverbrauch, während der Streckenreiter mehr Informationen über das Wetter und den Grip auf der Strecke bietet. So, Auto. Strecke. Trocken. Grip ist normal. Reifen interessieren mich jetzt. Wo sehe ich die Reifen? Reifen. Reifenantrieb ist niedrig.
Was soll ich die Reifen denn jetzt hier? Da, aktueller Reifen 81%. Und der fährt in der Box. Da, 15. In der, noch 10 Runden. 10 Runden. So. Ah, guck mal, wir könnten das sogar ändern. Okay. Get out 83. Es läuft alles, ja. Ich glaube nicht, dass wir da was ändern müssen. So, und hier haben wir die kompletten Statistiken, was er gesagt hat. Fahrer. Das sind wir, oder? Nee. Das sind wir, glaube ich. Ja, da sind wir. Da. Punkte, 4 Punkte. Okay. Konstruktionswertung. Da, 5. Schön. 8. Der ist immer noch 14. Aber, glaubt er, wird besser. Und er ist konstant, wenn ich das richtig verstehe. Ja, mehr oder weniger konstant. Ach, das ist, ja, guck mal, dass diese Uhr ja ist, schnellste Runde. Okay. Reifennutzung. Gelbe Karte. Ja, gelbe Karte. Gelbe Flagge, verdammt. Gelbe Karte, ja. Qualifikation haben wir. Schnellste Runde. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Was? Wo? Wer? Wie? Was? Wo? Warum? Weshalb? Wieso? Nein, ich will nicht die Reifen blockieren. Ne? Das 6. Runde erst. Die Reifen. Ach Quatsch, hier. Sind jetzt hier die Reifen, verdammt. Einfach in der Box. Oh, er ist nach vorne gekommen. 13. Ist das die schnellste Runde? Okay. Hat 7. Schick. 8 Runden. Sehe ich ja nochmal die Reifen, verdammt. Wo war das mit den Reifen? Auto. Ja, Reifenzustand. 72%. Prozent. 75. Ja, das sollte auch reichen, oder? Strategie. Wir lassen die Strategie so. Die Reifen. Okay, die Reifen werden überhitzt. Da ist wohl jemand von der Linie abgekommen. Sehen wir mal, was da passiert ist. Achtung, wir sehen uns Lando Norris an. Und abgedrängt. Da gibt es wahrlich keinen Grund zur Freude.
Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht allzu sehr zurückwirft. Ja. Mama mia, bin ein bisschen nervös gerade. Ich raff das nicht wie ein Reifen, ob ich das jetzt schaffe oder nicht schaffe. Aber warum soll das nicht? Jetzt habe ich schon gedacht, er hier wäre abgestiegen. Nee, aber er ist weiter oben. Spitzenreiter ist neu. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Sehen wir uns das genauer an. Genau. Sehen wir nochmal hin. Da haben wir Joe. Ein Ausritt. Nicht gerade Grund zur Freude. Nee. Und das Team hatte so große Hoffnungen. Was für eine Schande. Aber was passiert denn mit denen? Ist er jetzt disqualifiziert oder was? Reifen. Genau, hier kann ich auch die Reifen sehen. Ah, ja, hier links. Okay. Der hat 71. Ach, das geht, komm. Das kriegen wir hin. 67%. Schafft er. Schafft er, komm. Wann war Boxenstopp? Noch 7 Runden. Wir machen mal ein bisschen schneller. Die Obenansicht und jetzt machen wir ein bisschen, gehen wir ein bisschen Gas hier. Zwar bis zur 10. Runde. Scheint, als hätten Alpha Tauri ihren Rhythmus gefunden. Sehen wir es uns an. Sieh mal einer an. Es ist Pierre Gasly. Was ist hier passiert? Okay. Sehr schön. Und sie haben diese Gelegenheit wirklich genutzt. Sehr schön. Sehr schön. In der Box war das Team absolut begeistert. Ja, Schokoladenfabrik. Okay. So, Runde 10. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich in der Boxengasse fahren. Nee, Quatsch. 15. Runde. Okay. Dann fahren wir bis zur 15. Runde. Hier mal die Ansicht. 11. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Sehen wir uns das mal an. Dann genau. Schauen wir mal. Hier ist George Russell. Mercedes. Ja, diese Strecke hier bei Formel 1. Formel 1 frei. Tolle Taktik und einen Platz gut gemacht. Ja, Formel 1 Strecke. Bin ja Formel 1. Das Team ist am Boden zerstört. Was? Sie werden sich fragen, was da draußen passiert ist. Wieso? Ach so, der hat mich überholt, der Vogel. Hab du gesagt, ich habe keine Ahnung. gut, weiter. 15. Ich will den Boxenstopp sehen, ja. Ja, der Reifen ist etwas warm. 50%. Good job, Yuki. Ah, Yuki. Yuki ist Platz 11. Wow. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Da ist die Wiederholung. Sieh mal einer an. Guck der mal. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Schön gemacht. Gut, mein Junge. Gut. Und der erste. Nach vorn gerückt. Hervorragende Arbeit. Ja, auf jeden Fall, ja. So, wir hoffen, dass er unter den ersten 10 kommt. Das Team schaut zu und hat sichtlich Spaß daran. Ja, Mann. So, aber jetzt müsste es ja doch eigentlich gleich in der Box gehen. War noch ein bisschen schneller. Okay, das Zeitfenster für den Boxenstopp unseres Fahrers hat sich gerade aufgetan. Okay. Das Boxenstopp-Zeitfenster umfasst die Runden, in denen die geplanten Boxenstopps laut deiner Strategie stattfinden sollen. Ja.
Das heißt, es ist fast Zeit, den geplanten Boxenstopp einzulegen. Wenn du keinen Grund für einen sofortigen Boxenstopp hast, empfehle ich dir immer, bei der Strategie zu bleiben und in der idealen Runde in die Box zu kommen. Nee, wir fahren. Muss ich jetzt was machen oder was? Oder fährt er alleine in der Box? Haben da die Räder blockiert? Sehen Sie uns die Wiederholung an. Alle blicken nun auf Kevin Magnussen. Oh, und da blockieren die Räder. Na, das kann man ja gar nicht gebrauchen. Hat's ja gar nicht sehen, ne? Ist natürlich blöd, ne? Also die Wiederholung war blöd. Das ist ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich davon erholen? Wir werden sehen. So, komm. Wieder sehen, wieder in der Boxer. Okay, that's good, yeah, very good. Very good. Sehen wir uns das genauer an. Genau, was sollen wir machen? An. Es ist Pierre Gasly. Genau. Gasly, komm. Schön, schön, schön. Schön gemacht. Das kann man jetzt gut sehen, das ist perfekt. Und los geht's. Eine Position im Pulk aufgeholt. Super, jetzt muss er natürlich in der Box, ne? Das war ein großer Moment. Das Team ist sichtlich begeistert. Ja. Okay. Fünfter und wir gehen in der Box, verdammt. Wo ist die Box? Hier, ne? Oh, wir sind schneller. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich was machen muss, ne? No way. Mercedes hat einen Platz gut gemacht. Sehen wir es uns an. Dann schauen wir mal. Hier ist George Russell. Aber da war doch die Box, wieso ist er nicht reingefahren? Eine Position gut gemacht und so sieht es ganz einfach aus. Das war ein herber Schlag für das Team. Ja, ja. Das kann ihre Gesamtchancen wirklich beeinträchtigt haben. Ah, das macht ja nichts. Aber wieso fährt er nicht in der Box? Reden wir jetzt über die Reifen. Bei trockener Strecke verwenden alle Autos mindestens zwei verschiedene Reifenmischungen. Ja. Verstößt ein Auto gegen diese Regel, wird es vom Rennen ausgeschlossen. Okay. Letztendlich entscheidest du, welche Reifenmischungen wir verwenden. Natürlich. Wirklich rate ich dir aber dringlich, der ursprünglichen Strategie zu folgen. Bestätige den Boxenstopp beim Team, sobald du entschieden hast, welchen Reifen du möchtest. Ich will ja gar nichts machen. Das sollen die machen. Boxenstopp anfordern. Nächste Reifenmischung. Plant. Ja, dann mach das doch. Ab in der Box mit dir. Mia, bin ich nervös. Man fährt. Okay, that's good, very good. Ja, yeah, very good, aber jetzt fahren wir eine. Jetzt haben wir den Mercedes wieder überholt, ne? Ja. Alpha Tauri hat sich um eine Position verbessert. Schauen wir uns nochmal an. Was da passiert ist. Ja. Sieh komm. Mal einer an. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Ja, Mann. Zack. Super.
Das war gut. So, jetzt will ich aber, dass er in der Box fährt. Wie mache ich das? Wie kriege ich den jetzt in der Box? Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Noch ein, oder was? Sehen wir uns das mal an. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Ach, Tsunoda, okay. Cool. Schön. Vorteil genutzt und ja. Vorbeigezogen. Weiter. In der Box, in der Box. Wieso bin ich nicht in der Box, verdammt? Keine Reifen ausgewählt habe ich voll Pfosten. Box, 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 Box. Ja. Ist er jetzt? Vierter da. Geht er hier in der Box? Ein bisschen schneller. Vierter Platz, Alter. So. Ja, der kann noch nicht in der Box. Doch, jetzt kann er in der Box. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tsunami, komm. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. 39. Ihr kriegt jetzt Hydro. Box, 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 Box. Boxenstopp, genau, Boxenstopp. Komm mal, Junge. So, wo ist denn mein anderer Fahrer hier? Bin ein bisschen nervös, ne? Hier, Zehnter, Zehnter. Okay. Aber wir haben ja schon eine Boxen-Dings hingelegt. Ein Boxenstopp. Mercedes hat auch schon einen Boxenstopp und wir sind vor denen. Das ist schon mal gut. Sind vor denen, aber wie viel Minuten oder Sekunden, Hundertstel, letzte Runde. Intervall plus 10, okay, zum ersten. So, der soll jetzt eigentlich in der Box kommen, oder? So, jetzt gucken wir uns das mal an. Geil. Also das Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Du gehst richtig mit, ne? Also richtig mit gehst du. Schon richtig cool, ja? So, Boxstopp ist erledigt. Stoppzeit 2:07. Er hält die Position. 10. Ist er raus? Ja, jetzt ist er raus. Position 10. Hat er gehalten. Schön. Schön, 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 schön. Nächsten 20 Runden und hier 18. Puh. Ja, die schnellste Runde hier nicht. Mercedes, okay. Mamma mia. Das war aufregend, oder? Ich find's aufregend. Oh, Scheiß. So, dann machen wir ein bisschen Gummi hier. Der ist wieder Platz 5. Jesse, oder wieder ausgesprochen werden. Der hält sich auch richtig, richtig, richtig tapfer.
Der macht das richtig gut. Und hinten auf McLaren mit einem tollen Überholmanöver. Was? Da ist die Wiederholung. Sieh mal einer an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Der hat mich überholt. Hey. Guck mal. Alpha Tauri hat sich um eine Position verbessert. Sehen wir uns die Wiederholung an. Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Tsunoda, was hat er gemacht? Okay, super. Und der Weg ist frei. Gut gelöst. Platz 10. Ey, Hammer, Hammer. Hammer, dass er Platz 10 ist, eh? Krass. So, was wird das hier nochmal? Auto. McLaren macht eine Position gut. Sehen wir uns das genauer an. Daniel Ricciardo ist hier verwickelt. Ja, die hauen sich ja, aber der gibt sich ja der eine oder andere nichts, ne? Das ist ja krass, ey. Warte mal, wie komme ich jetzt nochmal zurück? Platz 5, Platz 11, ja. Hier, die beiden, die geben sich gar nichts, ne? Gleich, jetzt pass auf. Zack, komm. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Sehen wir es uns. Sieh mal an. Nice. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Die beiden geben sich einen ganz schönen Kampf hier, ne? Also muss man ja sagen hier. Nice. Eine Position. Richtig gut, mein Junge, richtig gut. Jesa. Na, kommt er wieder. Ein gutes Überholmanöver von Alpine. Ja. Also die beiden hier schenken sich gar nichts. Hier vorne ist noch alles im grünen Bereich, ne? Da wieder, er hat wieder überholt. Hammer, Hammer, Hammer. Krass. Krass, 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 sag ich nur. So. Gehen wir mal ein bisschen Gummi hier. Und fahren jetzt mal bis zur 25. Runde. Und Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Sehen wir mal, was da passiert ist. Wir gucken uns das erstmal an. Terry Bottas. Ja, gut, okay. Kann passieren, kann passieren. So. Alpine hat sich gerade verbessert. Das ist ja wohl mega, oder? Die beiden hier schenken sich gar nichts. Gar nichts hier. Die beiden hier schenken sich gar nichts. Also dieser Platz hier, der Junge ist gut. Der gefällt mir. Der fährt ja auch so gut. Muss ich ja mal sagen, ne? Sechster, Zehnter, perfekt. So wünsche ich mir das. Wenn er das hier hält, mega, mega. Ein bisschen Gas geben hier. So. Sehen wir uns das mal an. Sieh mal, mal rein. Der Alpha Tauri-Fahrer ist darin verwickelt. Ja, Mann. Super. Schön. Perfekt. So. Was will ich sagen? Also, ich kann nur eins sagen. Also es macht mega Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Auch wenn das jetzt, ich war total angespannt jetzt die ganze Zeit. Ne? Also wirklich jetzt. Und wenn dir das jetzt auch gefallen hat, dann schauen wir mal nächstes Video wieder rein. Genau, so machen wir das. In diesem Sinne, hallo, tschüss und tu nichts, was ich nie auch tun würde. Good job, genau. Mega.
Au!